Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Mod-Vorstellung. Nach einiger Zeit mal wieder ein neues Video bei mir auf meinem Kanal. Ich hatte leider privat etwas viel um die Ohren und ja, ist alles ein bisschen, hat sich verändert in meinem privaten Umfeld, aber will euch damit jetzt nicht auf den Sack gehen. Ich will euch eine schöne Mod vorstellen, besser gesagt zwei. Und zwar handelt es sich dabei um die Stadtbibliothek aus Dortmund, die Stadt- und Landesbibliothek und das Südbad aus Dortmund, das ist ein Hallenbad. Diese beiden Mods hat uns der gute, ja, das hört sich jetzt etwas komisch an, aber er heißt wirklich so im Forum, Rob, 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 für uns modelliert. Das sind wirklich zwei richtig tolle Mods geworden. Ich stelle die hier zusammen im Video vor, weil er hat die innerhalb von ein paar Minuten hochgeladen und ich denke mal, diese beiden Mods gehören auch zusammen. Ja, den Link zu diesen beiden tollen Gebäuden findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ihr solltet den guten Rob, 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 dann auch ein Like da lassen, wie ich finde, denn die beiden Mods sind wirklich toll geworden. Ja, ihr findet die nach der Installation unter Objektpinsel bei Assets hier rechts. Dann geht ihr runter. Ihr könnt natürlich hier auch durchscrollen, bis ihr sie findet, aber hier gibt es so ein schönes Icon, ein Häuschen. Na, wo ist es? Hier. Buildings. Und da habt ihr diese beiden Mods auch gleich. Hier einmal die Bibliothek und hier das Südbad. Wir gucken uns jetzt erstmal die Bibliothek an. Und ihr seht, es ist wirklich ein großes Gebäude. Wir platzieren das mal hier. Einfach mal hier hin. Gucken wir uns das mal an. Das Ganze ist komplett kollisionsfrei. Ihr könnt hier also, wie ihr wollt, Straßenwege und was auch immer durchziehen. Ja, wer aus Dortmund kommt, wird diese Bibliothek vielleicht kennen. Ich war noch nie in Dortmund, ich kenne sie nicht. Aber mir gefällt sie wirklich gut. Man kann hier wirklich schön hier auch noch einen Weg durchziehen. Fußgängerzone oder meinetwegen diesen kleinen Fußweg, aber da bietet sich eher die Fußgängerzone an. Die 7 Meter, wenn man die hier durchzieht. Zack. So, das sieht doch schon mal richtig schön aus. Muss man dann noch ein bisschen konfigurieren, links und rechts, aber lässt sich schon mal schön ansehen. Ja, ein wirklich tolles Gebäude. Hier noch mit diesen Dächern oben drauf. Obwohl mir das untere ein bisschen komisch vorkommt, aber wird schon so seine Richtigkeit haben. Auch dieser Vorbau hier, ich denke mal, das ist dieser Lesesaal. Denke ich mal, sieht aus wie so ein Saal, wo man rundherum halt sitzen kann. Hier so einmal rundherum sind die Sitze. Verbessert mich, wenn ihr da schon mal drin wart. Mir macht es nur den Anschein, als würde es so sein. Und ja, schönes Gebäude, schöne Bereicherung. Auch die Texturen, hier diese Backsteinwände. Wird auf jeden Fall ein Plätzchen auf meiner Anlage finden. Hier auch Sightseeing, Hotels, Souvenirs, Tickets. Ja, Ruhr Visitor Center, Besucherzentrum. Tourist Info gibt es hier also auch. Joa, dann gucken wir uns das Südbad nochmal an. Auch ein richtig großes Gebäude. Dann das pappen wir hier mal dahinter. Hier vorne mit dem Eingang steht auch Südbad dran. Das Ganze muss man dann natürlich auf einer ebenen Fläche bauen. Selbstverständlich. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht. Und das ist auch wirklich schön geworden, hier noch mit den Treppen auf dem Nebeneingang. Auf der anderen Seite auch noch ein Eingang. Hier auch noch eine Treppe nach oben. Noch ein Tor, ja, ein Lieferanteneingang vielleicht. Und auch schön austexturiert, die Fenster, das Dach, so. Und das in die Stadt stellt. Hier kann man dann schön den Weg hinziehen, noch einen Weg hier zum Treppenaufgang.
Ein Parkplatz noch schön dran. Auch dieses Gebäude, habt ihr ja gerade gesehen. Also beide Gebäude sind komplett kollisionsfrei. Könnt euch da also austoben, einen Besuchermagneten reinkleben, damit die Leute da auch durchlaufen. Und ich muss wirklich sagen, tolle, tolle Arbeit. Zwei wirklich tolle neue Gebäude. Ihr müsst halt nur aufpassen, wenn ihr mit KI spielt. Die KI baut dann natürlich auch rein, dass ihr mit Randsteinen, unsichtbaren, die gibt es ja hier vom guten Joe Fried. Die findet ihr auch im Forum. Moment, wir gucken mal, wie gibt's hier. Ein Ebene. Genau, und hier haben wir die Wandsteine. Kann man dann die Länge einstellen und dann kann man sich sie hinpappen. Dann ist die Höhe. So, dann kann man die sich hinpappen. Dann kann die sich jetzt hier so reinbaut. Dann ist das unsichtbar hier drin, aber die KI baut euch da nicht rein. Also im Forum einfach mal im Download-Bereich suchen oder einfach im Kommentarbereich fragen, dann poste ich euch den Link, wenn ihr diesen Mod noch benötigt. Ja, das soll es gewesen sein zu diesen beiden schönen Gebäuden. Wie gesagt, wenn ihr es euch runterladet, lasst einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben. Der gute Rob, geiler Name. Wird sich, denke ich, darüber sehr freuen, denn das ist wirklich, auch wenn ich es jetzt nur zum x-ten Mal sage, wirklich schön geworden. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das verbaut und man ein paar nette Screenshots, Videos davon im Forum zu bewundern bekommt. Und ja, ihr könnt mir ja mal unter das Video schreiben, wie ihr die Gebäude findet, ob ihr da schon mal drin wart, ob ihr aus Dortmund kommt und die Gebäude kennt. Ja. Lasst mir ein bisschen Feedback da und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao.